Er traut sich nur noch mit Security auf die Straße. Es kommen sehr, sehr viele Schimpfwörter rein, also die schlimmsten Schimpfwörter, die man sich denken kann. Viele Morddrohungen. Er hat Angst, festgenommen zu werden. Ich habe Angst, eine Aussage gegen Erdogan zu machen, weil er bei der Einreise von der Türkei künftig ins Gefängnis kommt. Dieser Kioskbesitzer will nichts sagen, weil er befürchtet, Kunden zu verlieren. Kann ich mich leider nicht so äußern, aufgrund meiner Kundschaft. Das könnte dann zu Problemen führen. Mitten in Deutschland herrscht Streit. Der Grund? Unterschiedliche Meinungen zum türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er spaltet die 2,9 Millionen Deutsch-Türken, die in Deutschland leben, wie nie zuvor. Einer seiner größten Kritiker ist der ehemalige IBF-Europameister Ünsal Arık. Der 36-jährige Boxer, der im bayerischen Parsberg geboren wurde, ist einer der wenigen, die sich trauen, sich öffentlich gegen den türkischen Staatspräsidenten zu äußern. Wir treffen ihn zu Hause in Nürnberg. Der Mann hat Blut an der Hand kleben. Jeder, der ihn wählt, unterstützt somit auch den Terror. Weil der Mann unterstützt ja auch den Terror. So viele Menschen, die im Gefängnis sitzen, der unnötig oder unschuldig verurteilt, bist du ein Mitunterstützer. Wenn du einen Täter unterstützt, bist du ein Mittäter. Die wissen gar nicht, was sie damit sich selbst und ihrem Vaterland antun. Für solche Aussagen bekommt Ünsal schon seit mehreren Jahren Morddrohungen. Viele Freundschaften sind daran zerbrochen. Seit 2016 hat er ein Einreiseverbot in die Türkei, weil er den türkischen Staatspräsidenten öffentlich kritisiert hat. Inzwischen traut sich der Deutsch-Türke nur noch mit Securities auf die Straße oder ins Fitnessstudio. Du Drecksköter, du scheiß Türke, du bist ein Landesverräter, Oros, du bist ein hoher. Also, das ist primitiv, es tut weh, aber weißt du, die wollen nicht kritisiert werden. Ne? Die Erdogan-Anhänger wollen nicht kritisiert werden, aber erfüllen genau das Klischee, was man von ihnen denkt. Täglich bekommt er solche Hassnachrichten. Wie geht der 36-Jährige mit den Beleidigungen um? Die Anfeindungen, die ich bekomme, ich kann sie auch nicht verarbeiten. Manchmal rauben sie mir auch den Schlaf. Angst, Drohungen, Auseinandersetzungen wegen eines Mannes, der anscheinend ein ganzes Volk spaltet und der auch in Deutschland provoziert. Unter anderem mit Nazi-Vorwürfen gegen Kanzlerin Angela Merkel. Du bedienst dich auch Nazi-Methoden. Und der Aussagen wie diese trifft. Kein Europäer kann sich mehr sicher auf den Straßen bewegen. Erdogan sorgt seit Monaten fast täglich für Schlagzeilen. Am Sonntag wird sich beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei entscheiden, ob der 63-Jährige mehr Macht bekommt. Auch die in Deutschland lebenden Türken konnten abstimmen. Sollte der Großteil mit Ja stimmen, befürchten viele ein Ende der Demokratie und eine sich anbahnende Diktatur in der Türkei. Manche haben sogar Sorge, dass ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Der Herr Erdogan, der hat ja so viel kaputt gemacht bei uns und genau das hat er damit erreicht. Er hat uns gespalten. Er hat einfach, anstatt aus uns ein Volk zu machen, hat er zwei Gruppen gegründet, die Ja-Sager und die Nein-Sager. Wir fragen bei einigen Deutsch-Türken in Köln nach und wollen wissen, ob sie für oder gegen das Präsidialsystem sind. Wenn ein Mensch im ganzen Land alleine regiert, ich bin dagegen. 100-mal ja. Da gibt es keine Wenn oder Aber. 100-mal ja? Ja. Das steht ganz genau. Alles für Erdogan. Ich habe ja gesagt, er macht Gutes für uns. Was macht er gut, wollen wir wissen. Boah, Erdogan war Erbakan, unser Staatspräsident, hat 15 Kilometer Autobahn gebaut. Erdogan ist Staatspräsident, baut 1500 Kilometer Autobahn. Er hat schon Brücke gemacht, er hat Autobahn gemacht, er hat alles gemacht, alles was Bestes. Er macht sehr viel für sein Land. Die haben nicht so eine Straßen wie hier. Die haben vernünftige Straßen. Es scheint, als würden hier viele nicht wissen, über was sie abstimmen, sondern über wen. In Nürnberg will sich Boxer Ünsal in Begleitung von 4 Security-Männern mit seinen Landsleuten über diese Thematik unterhalten. Er trifft auf Ugur. Der 30-Jährige ist zwar kein Erdogan-Anhänger, wirft Ünsal aber vor, durch seine öffentliche Kritik an dem Politiker die Türkei schlecht zu machen. Lass uns Erdogans Charakterzüge mal außen vor lassen. Wir sind beide Türken, oder? Wir reden gerade von einem türkischen Staatsbürger. Vor uns steht ein deutscher TV-Sender und du stellst meinen Staatspräsidenten schlecht dar. Du kannst meinen Staatspräsidenten nicht im Fernsehen als Terroristen bezeichnen. Lass mich ausreden. Ich würde auch im türkischen TV sagen, dass er ein Terrorist ist.
aber die rufen mich ja nicht an. Er hat meine Sponsoren verjagt. Er hat mir ein Einreiseverbot erteilt. Ist das dein demokratischer Staatspräsident? Die Situation ist angespannt. Viele Deutsch-Türken wie der 30-jährige Erol hören zu, äußern aber selbst ihre Meinung lieber nicht. Sobald ich mit denen Politik rede, dann habe ich keine Freundschaft mehr. Ünsal und Ugur gehen dieses Mal friedlich auseinander. Der Boxer erklärt uns: Die handeln gerade nur mit Stolz und emotional, ohne nachzudenken, ohne zu hinterfragen. Hier geht's nur darum, die Deutschen machen uns schlecht, die Deutschen machen uns schlecht. Der 36-Jährige will sich trotz der Streitereien mit seinen eigenen Landsleuten nicht abschrecken lassen und weiter seine Meinung kundtun. Ich muss für die sprechen, die Angst haben vor ihrer Existenz oder vor ihrer Familie. Ich muss das einfach tun. Ich muss es für mein Land, für die Türkei tun. Und ich muss auch den Deutschen zeigen, dass nicht alle Türken so eingestellt sind wie der Diktator Erdogan. Welches Ergebnis das Referendum in der Türkei bringt, werden wir am 16. April sehen. Das Wichtigste sollte jedoch sein, dass ein Volk zueinander findet und unterschiedliche Meinungen respektiert und akzeptiert werden. Das ist doch das Schönste hier in Deutschland. Hier können wir alles sagen und denken.